Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen. Zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. So, wir haben jetzt hierfür gesorgt, dass hier niemand mehr abgeschossen wird. Also, wir wurden Drohnen vom Himmel geholt. Wir werden weiter, genau, da ist Panam, da wollen wir ja theoretisch auch hin. Aber, und das ist halt auch nochmal so ein Thema, wir haben jetzt hier einen Cyberpsycho, da einen Cyberpsycho. Ich würde sagen, weil der weiter weg ist, gehen wir erstmal zu diesem Cyberpsycho. Fahren dann einen Bogen, machen den Cyberpsycho und den Auftrag hier hinten und gehen dann zu Panam. Und machen, ja. Ne, wir machen erstmal diesen Cyberpsycho. Und weil, ja, da kamen noch zwei, ja, Spezies verspätet, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier rein? Okay, wenn ich rein soll. Wow. Ja. Okay, das ist. Eieiei. Oh, die Lenkung ist aber direkt. Halleluja. Ich habe erfahren, dass es bei der Rahn zu Hause verbarrikadiert hat und nach einer Schüsse gehört. Ziehen den Lippen an. Natürlich, ein Nachbar, der sich verbarrikadiert hat. Interessant. Da sind aber Drohnen. Die sind gleich nicht mehr da. Was machst du denn hier? Schön für dich. Überlasten, ausschalten, ab. Hä? Hier, guck mal. Da darfst du auf den da schießen. Nein, auf den da! Gut. 16 bräuchte nur. Na ja, dann. Bitteschön. Da oben etwas auf dem Senkel. Das Geschütz geht mir gerade richtig auf den. Ah. Weil ich es nicht richtig treffe. Aua, aber mich trifft es, natürlich. So weit weg. Mein Auto brennt. Glaube ich, oder? Wo bist du? Wo ist er denn? Immer noch da? Ja, 16 habe ich leider nicht. Dann. Hab ja noch was. Guck mal. Mich verkohlen.
Bumm. Also wirklich. Nee, oder da ist noch ein Schild. Ausschalten. Danke. Der wird doch hier noch ein paar Sachen rumliegen haben, oder? Komm mal ins Haus. Danke. Hier steht ein Auto. Kann ich das nehmen? Hallo? Danke. Noch mehr hier? Irgendwas? Ein Ripper Dog? Okay. Haben wir hier irgendwas? Nachrichten. Netrunner-Stuhl. Ich brauche eine neue Magnetspule. Okay, hat er kaputt gemacht. Aber hier ist... Ah, kann man da auch? Vielleicht schon. Dann können wir auch mal gucken, ob wir hier aus dem Geschütz da noch was rauskriegen. Aber erstmal verbinden wir uns wieder. Und schauen mal, was wir so machen können. Also 7A, 7A, 1C wäre schon schön. Dann ein E9. Ja. Ein 7A. Okay. So, haben wir hier noch irgendwo was? Bis auf dich. Was ich noch so sehen kann. Eventuell. Haben wir ja noch hier irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ne? Also nicht, dass ich jetzt... Nur mitbekomme. Leider Gottes, da liegt noch was. Okay. Was auch immer das schon wieder war. Aber ich würde sagen, das war's. Kommen wir mit dem Auto hier weg. Rein kommen wir ja nicht. In die gute Stube, oder? Waren wir hier? Doch, waren wir. Haben wir schon was vorhin. So, gucken wir mal, ob wir hier mitfahren können und wohin. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wir fahren gegen den Zaun und das Auto macht Bumm. Was ist denn das für ein Auto? Hochexplosiv oder was? Eieieiei. Dann machen wir wieder hier die Biege, weil darauf habe ich ja einen Gorkenbock. Problem ist natürlich, wir haben jetzt hier kein Auto direkt. Können wir eins ranrufen? Okay, der kommt auf der Seite. 30 Meter? Du willst mich ver... Sag mir bitte nicht, du bist jetzt da drinne. Dann rast dich aus. Dann springe ich hier von dieser Klippe, wenn du jetzt nicht gleich kommst. Meter. Bitte steh davor. Bitte steh davor. Sonst muss ich leider wirklich von dieser Klippe springen. Oh, du stehst davor. Na, Gott sei Dank. So. Den Cyberpsycho haben wir. Jetzt wollte ich zum nächsten Cyberpsycho und zwar zu dem hier. 1,1 Kilometer. Können wir hier runterfahren? Also das... Ah, na, ah, shit. Oder?
Hey, unsere Maschine hält das aus. Perfekt. Hui. Ein Irrer, der durch die Wüste fährt. Was brennt da? Wasser in der Wüste. Interessant. Draußen in den Badlands hält sich ein Cyberpsycho in der Nähe eines Trucks voller Cyberware auf. Okay. Hallo, Blutschwur. Der sieht aus, als wenn hier ein Gefangenentransport war, oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Forschungszentrum verloren, irgendwelche Aldecaldo-Gebiete. Okay. Ach, wir sollen jetzt der Spur folgen, von der wir kommen. Kann das sein? Müssen wir jetzt wirklich absteigen, um das zu scannen? Blut, ja. Auch das ist Blut, oder? Soll doch der Blutspur folgen. Die geht nach da drüben, da wo es brennt. Was bist du? Ein Tank explosiv. Nee, dich nicht. Dich meine ich nicht. Regina Jones. Soweit ich weiß, hat sich niemand zu diesem Chaos bekannt. Wobei der Wagen aber echt nach Reffen aussieht. Und die ganze Sache in ihrem Revier passiert ist. Kein Zeichen von äußerer Gewalt, also muss der Angriff von innen gekommen sein. Sprich, entweder ist einer von den Reffen durchgedreht oder ein Gefangener hat versucht auszubrechen. Oder so oder so heißt es nichts Gutes. Ja, das sehe ich auch so. Wow. Grenade. Brauch euch. Hoffe ich, steht auf der Frage. Wow. Mit mir.
What the hell? Was machst du? Ich hab Angst. Ich habe Angst. Oh, der will mich schlagen. Eigentlich will ich ihn nicht töten. Also nicht zwangsweise. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ah, er lebt noch. Er lebt noch. Aha. Mit Schild und allem drum und dran. Halleluja. Lies den Splitter. Okay. Splitter war... Nope, doch Splitter. Dann brauchen wir jetzt... Ich hoffe, das war ganz unten einer. Hier. Mann ey, der Scheiß bringt doch nichts. Wir kriegen kein Wort aus ihm raus. Und der Gestank von all dem Blut bringt mich zum Kotzen. Nutzen wir halt aus, solange er noch atmet. Wir fahren raus und er hilft uns da draußen mit der Ausrüstung. Aldo Kaldos können Wasser aufspüren. Sogar richtig weit unter der Erde. Quasi eine wandelnde Wünschelrute. Habe ich jedenfalls mal gehört. Wir könnten das testen. Also... Binde wir ihn in die Motorhaube, an die Motorhaube und er zeigt uns, wo wir graben sollen. Alter, ich grab nirgendwo. Das macht der für uns, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Okay, klingt nach einem soliden Plan. Schnappt ihr den Wichser und dann los. Was? Hab ich nicht den Splitter gelesen? War mir nicht so? Achso, doch, hab ich. Okay. Hey. Ach, da liegt auch noch ein Toter. Mann. Halt. Ich will nach oben. Ja, perfekt. Ich will nämlich, okay, wir machen erstmal Richie glücklich. Nicht anrufen. Wie? Bis dann. Bis dann. Denk dran, die Medien lügen. Ah, ja. Nachrichten öffnen. Regine! Okay. Hab da was für dich? Aha. Ja, okay. Kann ich jetzt hier aufhören? Bum. Und er lebt noch. Oh, 6K. Ne, 7K knapp bekommen. Geil. Vorteilspunkt. Oh, das ist gut. Wir machen sofort den Vorteilspunkt rein in... Was war denn das hier? Data Mining. Quick Hacks. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach. Wir gehen einfach noch hier rauf. Jetzt. Wir machen dich auch auf 12 und dann gehen wir bei den beiden erstmal irgendwie auf 8. Damit wir da zumindest auch mal etwas vorankommen. Wir können unser. Wir können unsere $30.000. Euro, keine Ahnung, wie das heißt. Das Update kaufen. Nice. So, gucken wir mal. 1 C, B, D, 1 C. Okay, das würde gehen. Also dich. Ja, dann geht das aber nicht.
1C, 1C, 55. Okay, passt. Sehr schön. Quick Hack, Starter Mining. Das gibt, wow, 2000 Money. So, jetzt ist die Frage, du suchst mal hier die Gegend noch? Hallo? Hello again. Wir sagen einfach hello again. Und du bist auch tot. Warum denn nur? Was hat er euch angetan? Warum nur diese Gewalt immer? Ach, noch ein Toter. Wow. Ne, dachte schon. Okay. Aha. Ja. Also ein bisschen was haben wir gefunden. Noch zusätzlich am Material. Bin ich ganz zufrieden. Bin ich doch zufrieden. Wie? Oh. Ja gut, aber ich brauche nicht noch ein Auto. Echt ernsthaft. Ich würde jetzt gerne genau den Schwenker machen. Und zwar nach hier. Den nächsten Zuschauer. Halt. Wo war denn der? Hä? Jetzt so? Da. Autsch. Whee! Gucken wir mal, ob wir den noch, ja, wenn wir uns beeilen, schaffen wir den auch noch. Dann hätten wir drei Psychos geschafft in kurzer Zeit. Solange ich nicht unterwegs sterbe, ist alles okay. Hui. Aber eigentlich ist gerade die Maschine von Scorpion sogar dafür ausgelegt, hier in der Wüste zu fahren, ne? Und das sieht aber eher aus wie eine Straßensperre. Ja. Das ist ein NCPD-Fall. Ein NCPD-Fall. Ein Fall für alle Fälle. Du hast gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Kannst du mir das sagen? Willst du mich verkohlen? Das fällt euch nicht auf. Ey, der steht neben. Bist du blind? Wollte schon sagen. Das sind doch aber Tigers. Was suchen die denn hier draußen? Schloss, haha. Es ist wirklich Überfall mitten in der Wüste von euch. Das hätte ich schon nicht erwartet, ne? Versucht ihr hier draußen? War nicht euer Revier? Ey, jetzt mal ernsthaft.
ist doch gar nicht euer Revier. Ist noch? Okay. Ja. Na gut, dann haben wir noch einen NCPD-Fall schnell erledigt. Ist doch kein Drama. Drama, Rama. Wer weiß, was hier auf dich wartet? Ja, das ist die Frage. Was wartet da auf mich? Sieht aus wie ein Auto. Okay. Lesen wir die... Was? Wo ist die Nachricht? Richie? Nachrichten öffnen. Zwei haben wir sogar bekommen. Warum zwei? Hey, die Raven jagen irgendwen in den Badlands. Angeblich ein Cyberpsycho. Versuch, vor ihnen hinzukommen und den Täter wie üblich leben zu kriegen. Offenbar konvertiert da so ein Fanatiker Raven auf ziemlich brutale Art. Sei vorsichtig. Vielleicht hat der Typ militärisches Training. Zeugen haben gesehen, wie ein... Was? Stiller alter Mann durch die Badlands streift und eine Spur von Leichen hinter sich herzieht oder zurücklässt. Okay. Das klingt okay, ja. Das klingt jetzt nicht so toll. Okay. Wir nehmen das Auto. Ich finde dieses Auto schick. Aber Musik machen wir mal aus. Weil wir ja jetzt... Okay. Oh, feindliches Gebiet. Immer noch? Okay, jetzt sind wir nicht mehr im feindlichen Gebiet. Das bedeutet, der wird dort... Dass er wahrscheinlich dort in der Ecke irgendwo rumeiert. Wir machen an dieser Stelle aber Feierabend, bevor wir hier wieder irgendwie Überlänge produzieren. Und jagen den dann beim nächsten Mal. Würde ich jetzt vorschlagen. Daher danke fürs Zusehen und tschüdelü. Die Straßen-Samurais wie morgen Birken, dort